Da ist es doch noch angekommen, mein Apple TV 4K, 128 GB. Ja, ich pack's aus und dann wird's auch direkt eingerichtet. Und dann versuche ich es mit Swift zu koppeln, um dann eine kleine 20 Minuten Erholungsfahrt hinzulegen. Hier Apple TV, dann der Inhalt der Box ist überschaubar. Das Netzkabel und die neue Fernbedienung. Flux an den Fernseher angeklemmt und die Fernbedienung muss durch Tastendruck gekoppelt werden. Sprache Deutsch, Region natürlich auch Deutsch. Dann einfach durchs Menü klicken. Ich akzeptiere die meisten Datenschutzeinstellungen. Das deutsche TV-Format wegen der Herzzahl habe ich dann auch ausgewählt. Hat alles funktioniert. Und dann habe ich mein iPhone entsperrt, neben das Apple TV gehalten. Und schon erscheint auf dem iPhone-Bildschirm die Koppelungsmöglichkeit. Die habe ich gestartet und nach Eingabe des Authentifizierungscodes läuft dann die Installation fast automatisch ab. Hier und da muss man nochmal klicken. Naja, das sieht man jetzt hier in der schnelleren Zusammenfassung. Automatisch hat sich auf dem iPhone die Fernbedienung geöffnet. Damit kann man nämlich das Apple TV auch steuern. Das war nicht neu für mich, weil ich es auf YouTube in Videos gesehen hatte. Aber ein schöner Gimmick. Die Fernbedienung ist hier und da noch ein bisschen ungewohnt, aber nach Akzeptieren der Nutzungsbedingungen kommt man dann in den Homescreen und irgendwann habe ich es auch geschafft, da den Apple Store auszuwählen, um dort die Swift App zu suchen. Ich wechsle auf die Lupe und wähle dann hier über die Fernbedienung Z. Und dann noch das W, weil ich noch nicht gesehen habe, dass Swift sofort erreichbar ist. Aktiviere den Download. Das dauert in Wirklichkeit ein klein wenig länger, als ich es hier dargestellt habe. Dann kann ich die App öffnen und meine Daten eingeben. Nach dem ersten Start der App erlaube ich natürlich Bluetooth-Verbindungen, wähle die Stromquelle aus und wähle dort dann mein Kickerbike aus. Wähle noch die Trittfrequenz aus, weil die nicht automatisch gekoppelt wird und danach den dualen Herzfrequenzsensor von Garmin. Der hat nämlich zwei Bluetooth-Kanäle und unendlich viele N-Plus-Verbindungen. So. Jetzt bin ich schon fertig mit der Einrichtung. Hier fast alles aufgebaut und schon geht's aufs Bike. Und dann versuche ich das erste Mal in der App die entsprechenden Workouts bzw. das Workout rauszusuchen, um einen lockeren 20 Minuten Trainingsablauf zu absolvieren.
nach dem Starten der App und Auswählen der Stromquelle verbinden sich die vorher verbundenen Bluetooth-Geräte automatisch und ich kann mein Training starten. Da ich auch die Steuerbarkeit erlaubt habe, fährt mein Kickerbike erstmal in die neutrale Nullposition. So, nun will ich mein eigenes Workout auswählen, komme aber tatsächlich mit der Fernbedienung noch nicht so ganz klar. Da gibt es ja in der Mitte den Bereich, wo man wischen kann und darüber die Tasten zum Drücken. Und man muss tatsächlich manchmal wischen und manchmal drücken. So, jetzt muss man wischen, aber ich habe gedrückt, deshalb bin ich bei Workout Tutorial. Ich gehe wieder hoch. Jetzt wische ich runter, wische nochmal runter. Jetzt muss ich klicken. Habe ich auch gemacht. Aber ich weiß noch nicht, dass man jetzt runterwischen muss zum Workout, um das dann auch zu starten. Deshalb ja, probiere ich da noch ein bisschen rum. So, langsam wird es mir klar. Ich habe es angewählt. Es steht auch ausgewählt auf der rechten Seite. Jetzt wische ich runter, bis ich dann endlich bei Workout angekommen bin, es geschnallt habe und das Workout starten kann. Da ich mir ja viele Videos angeschaut habe, wie man möglichst schnell XP bekommt, weiß ich, dass ich hier eine Strecke auswählen muss, die ich bisher noch nicht gefahren bin. Ja, da probiere ich auch noch ein bisschen rum, um dann letztendlich in Watopia zu landen und mir eine kleinere Strecke auszusuchen, die ich in meinem 20-Minuten-Workout dann auch tatsächlich erledigt bekomme. Mein Auge fällt hier auf Volcano Circuit, 5,3 Kilometer mit An- und Abfahrt. Ja, das sollte ich schaffen. Jo. Und los geht's, ab in die Pedale. Mein hier selbst erstelltes Intervall-Workout wechselt immer 1 Minute 105 Watt, 1 Minute 30 Sekunden 95 Watt. Diese minimale Abwechslung habe ich eingebaut, weil ich tatsächlich völlig ruhig und entspannt an einem Erholungstag einfach nur mich 20 Minuten bewegen will. Ja, ich strampel jetzt einfach hier vor mich hin. Rechts auf dem Bügelbrett sieht man das Handy mit der Companion-App und die betrachte ich zum ersten Mal etwas genauer, weil es über die Fernbedienung des Apple TV nicht möglich ist, Ride-Ons zu verteilen. Ja, das habe ich mir dann in der Companion-App angesehen, finde ich aber tatsächlich ein wenig zu aufwendig, um ständig da dann den Bildschirm zu wechseln und dann mit dem Finger auf dem kleinen Handy tatsächlich da irgendwelche Fahrer auszuwählen, denen man ein Ride-On geben kann. Ansonsten läuft die App sehr flüssig. Es kam zu keinerlei Verbindungsabbrüchen, zu keinen Rucklern, zu keinen Aussetzern. Damit bin ich vollumfänglich zufrieden. Wie schon gesagt, ist es mir momentan als einzige Lösung eingefallen, eine GoPro auf dem Stativ direkt vor den Fernseher zu stellen, um meinen Workout aufzuzeichnen. Ich habe ein bisschen im Netz geforscht, aber keinerlei andere Möglichkeit gefunden und überlege mir, ob ich dann ganz bestimmte Sachen mit dem iPad fahre, zum Beispiel den nächsten FTP-Test am 17. Januar und den dann übers iPad aufzeichne. Aber da werde ich mich noch reinfuchsen, ob es da noch irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt.
Mittlerweile habe ich auch gelernt, dass man zwischendurch durchaus etwas trinken muss. Und ich habe dann die Trinkflasche auf dem Bügelbrett abgestellt. Da ich aber in einigen anderen Videos bei YouTubern schon gesehen habe, dass bei einem heftigeren Workout dann unter anderem die Flasche beim Zurückstellen umgekippt ist und irgendwelche Geräte von deren Tisch gefegt hat, werde ich mir da auch noch etwas einfallen lassen, wie ich das Ganze ein wenig sicherer mache. Oben kann man sehen, dass mein Workout nur noch 12 Sekunden dauert. Deshalb habe ich das Ganze mal wieder verlangsamt auf normale Geschwindigkeit und hoffe, dass ich dann meine 2 Sterne bekomme für eine 100% Wertung. 2 Sterne sind da, 20 Minuten, 1 Sekunde, 8,4 Kilometer. Ich lasse es diesmal einfach auslaufen und fahre ein bisschen weiter, weil ich noch keinen Bonus für die Strecke bekommen habe. Das kann man hier oben an dem blauen Balken erkennen. Volcano Circuit und noch 0,8 Kilometer. Und die fahre ich natürlich noch. Damit ich den Streckenbonus bekomme, dann kriege ich nochmal extra XP. So, noch ein paar Meter und Volcano Circuit ist abgeschlossen. Witziger Gimmick, da es bergab geht, signalisiert dann tatsächlich der Swift dem Kicker, dass er weiterdrehen soll. Und das passiert auch, sodass hinten das Schwungrad die ganze Zeit weiterläuft und ich dann irgendwann in die Bremse ziehen muss, damit es tatsächlich anhält. Ich weiß noch nicht genau, wie ich hier rauskomme, da ich mich ein bisschen scheue, den Zurück-Button auf der Fernbedienung zu benutzen. Hier ziehe ich die Bremsen. So, jetzt hat auch das Schwungrad angehalten. Naja, und irgendwann traue ich mich dann doch und drücke den Zurück-Button. Ja, jetzt wechsle ich auf Fahrt beenden und lade das Ganze dann. Ich speichere das Ganze und dann wird es hochgeladen zu Strava und Garmin Connect. Hier kommt die obligatorische Frage, wie toll ich das Lenken finde. Naja, es ist ein Gimmick. Sichern habe ich angeklickt. Hier muss man unbedingt abwarten, bis dieser Bildschirm von alleine verschwindet. Weil ansonsten, wenn man vorher irgendwas macht oder abbricht, wird das Ganze nicht hochgeladen. Hier ist es beendet. Jetzt kann ich auch Swift beenden und mich entspannen. Schalte Lüfter aus. Ja, hier habe ich mal den Fernseher aufgebaut, den Lüfter, hier das Bike, hier mein vorübergehendes Bügelbrett. Den Fernseher habe ich hier auf so eine Rolle, so ein Rollbrett gestellt, da ich tatsächlich gerade eben noch ziemlich viel rumexperimentiere. Heute das erste Mal mit dem Apple TV 4K gefahren. Ja, kam dann noch kurz vor Weihnachten. Ist einfach zu steuern hier über die schöne hochgelobte neue Fernbedienung. Tatsächlich habe ich heute erstmal rumexperimentiert, wie ich das Ganze dann hier aufzeichne. Mit dem iPad war das ein bisschen einfacher. Beim iPad störten mich aber die Balken rechts und links. Und wenn das Ganze hier immer auf dem Bügelbrett steht, habe ich mir gedacht, irgendwann wird es vielleicht runterfliegen. Und das mit dem iPad ist mir zu teuer dafür.
MacBook habe ich auch ausprobiert, gefiel mir auch nicht. Und ja, deshalb Apple TV 4K ausprobiert. Gefällt mir von der Steuerung her ganz gut. Das war diesmal so laut, weil ich kurz vorher Apple TV mit dem Beamer gekoppelt hatte. Als ich vorher erstmalig mit dem Fernseher gekoppelt hatte, konnte ich dann auch über diese Laut-Leise-Tasten den Fernseher steuern. Ja. Da muss ich mich noch ein bisschen einarbeiten in Apple TV. Okay, 20 Minuten bin ich gefahren, einfach um heute auch was getan zu haben. Jetzt bin ich Level 6, habe aber überhaupt nicht genug Schweiß verdient, um mir irgendwelche tollen Sachen zu kaufen. Naja, mal gucken, ob ich heute noch ein Video mache oder morgen. Bis dann.